Darf ich Sie noch mal bitten, Ihre Plätze einzunehmen? Wir würden gerne beginnen. Sehr geehrte Kulturstaatsministerin Roth, sehr geehrte Bürgermeisterin Mann, Kultur- und Sozialbürgermeisterin von Ulm, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Alpsteiger von Neu-Ulm, freuen uns sehr, dass Sie beide Stadtspitzen hier heute zur Eröffnung der Ausstellung vertreten sind. Sehr geehrte Abgeordnete aus den Bundes-, Landes- und Stadtparlamenten, liebe Vertreterinnen aus Kultur, Gesellschaft, Kirchen und Wirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen der AG Gedenkstätten an Orten früher Lager, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, liebe Freundinnen und Freunde des Dokumentationszentrums Oberkuberg, besonders begrüße ich die Angehörigen der Verfolgten, liebe Gäste, die Sie hier im Raum und digital zugeschaltet sind. Mein Name ist Nicola Wenge. Ich darf Sie als Leiterin des Dokumentationszentrums Oberkuberg und im Namen der AG Gedenkstätten an Orten früher Konzentrationslager zu dieser Ausstellungseröffnung begrüßen. Es ist uns eine besondere Ehre und Freude, dass Sie, liebe Kulturstaatsministerin, an der Ausstellungseröffnung teilnehmen. Wir danken Ihnen sehr dafür. In der Arbeitsgemeinschaft haben sich 17 Einrichtungen der historisch-politischen Bildungsarbeit aus ganz Deutschland zusammengeschlossen. Gemeinsam haben wir diese Ausstellung erarbeitet und gemeinsam eröffnen wir sie zum 90. Jahrestag der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933. Hier in der Ulmer KZ-Gedenkstätte mit Frau Roth am Nachmittag, an vielen anderen Orten im Laufe des Abends und auch noch im gesamten Jahresverlauf. Meine Damen und Herren, die Eröffnung dieser Ausstellung ist ein besonderes Ereignis. Es ist die erste große Gemeinschaftsausstellung, die das Thema frühe Konzentrationslager im reichsweiten Vergleich zeigt. Ausgangspunkt hierfür war die Überlegung, dass zwar jeweils im lokalen Kontext und im Landeszusammenhang die Geschichte des eigenen Orts erforscht und präsentiert wird, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Lagern aber noch nicht für ein breiteres Publikum dargestellt worden sind. Um das zu ändern, entwickelten die Beteiligten das Ausstellungskonzept weitgehend im Team, verfassten in redaktionellen Kleingruppen, Sie müssen sich vorstellen, das waren 17 Kuratorinnen und Kuratoren aus 17 Häusern, die Inhalte gemeinsam wählten die Biografien, die Quellenmaterialien aus und stimmten sich auch in Gestaltungsfragen mit dem Gestaltungsbüro ab. Die Ausstellung, das darf ich sagen, ist ein Beispiel dafür, wie Vernetzung und Fachaustausch die Perspektiven der Gedenkstättenarbeit bereichern und neue Wege eröffnen. Und ich bedanke mich auch bei den Kolleginnen, die jetzt hier sind, aber auch bei den anderen für diese wirklich tolle Zusammenarbeit. Die Ausstellungseröffnung ist zugleich ein Signal aus der dezentralen Erinnerungslandschaft. Gedenkstätten aus Nord und Süd, aus Ost und West, aus Berlin und Provinz, Erinnerungsorte unterschiedlichster Größe und Trägerschaft eröffnen die Ausstellung als gemeinsames Signal und Informationsangebot für die bundesweite Öffentlichkeit zum 90. Jahrestag der Reichstagsbrandverordnung. Wir wollen damit sowohl die flächendeckende Dimension der Verfolgung 1933 als auch die Dezentralität und Vielfalt der Erinnerungslandschaft im Jahr 2023 darstellen. Wie vielfältig die Gedenkstättenlandschaft an Orten früher Konzentrationslager heute aufgestellt ist, zeigt eine Karte, die für die Ausstellung angefertigt wurde. Das sage ich auch deshalb, weil die Menschen, die live zugeschaltet sind, jetzt diese Karte sehen. Sie können sie später in der Ausstellung anschauen. Die Heterogenität unserer Orte ist ein starkes Pfund für die historische Wissensvermittlung. Die dezentrale Erinnerungskultur braucht aber auch eine besondere Stärkung. Denn viele der Gedenkstätten vor Ort arbeiten mit großem ehrenamtlichen Engagement,
teils noch darum kämpfen, überhaupt einen Erinnerungsort aufbauen zu können. Auch heute gibt es noch Widerstände dagegen. Und alle Orte stehen mit dem wachsenden Abstand zum Nationalsozialismus und den zunehmenden Angriffen auf die Erinnerungskultur vor besonderen Herausforderungen, eine erfolgreiche historisch-politische Bildungsarbeit zu leisten. Dass Sie, geehrte Kulturstaatsministerin, Schirmfrau der Ausstellung sind und heute ein persönliches Grußwort sprechen, das ist ein starkes Signal für die Unterstützung der dezentralen Erinnerungskultur durch den Bund. Vielen Dank dafür. Und diese Unterstützung ist hochwillkommen und wichtig. Zu dieser Unterstützung gehört unter anderem die Projektförderung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien auch für kleinere und mittlere Gedenkstätten. Ohne diese Bundesprojekte, von denen wir zwei gerade erfolgreich abschließen konnten, etwa könnte das Dokumentationszentrum Obra-Kubeck seine Arbeit nicht modernisieren und auf eine zukunftsfähige Basis stellen. Mit den Bundesmitteln werden wichtige Impulse gesetzt, die Partner in Stadt und Land helfen mit und gemeinsam ist es uns möglich, diese Arbeit dann so aufzustellen. Last not least gibt die Ausstellung inhaltlich neue Impulse für ein relevantes Thema der Gegenwart. Wie die Nationalsozialisten die erste deutsche Demokratie destabilisierten und 1933 in kürzester Zeit eine rechtsextreme Diktatur errichteten, das betrifft das politische und gesellschaftliche Selbstverständnis unserer krisengeschüttelten Gegenwart unmittelbar. In einer Zeit, in der die Demokratiefeinde wieder versuchen, die Demokratie zu erschüttern, hält die Geschichte des Jahres 1933 einige wichtige Lektionen für uns bereit. Lassen Sie uns zurückschauen auf die Ereignisse am 28. Februar 1933, heute vor 90 Jahren. In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 brannte der Reichstag. Die genauen Hintergründe sind bis heute unklar. Sicher ist jedoch, dass die Nationalsozialisten den Brand als kommunistischen Umsturzversuch deuteten und sofort für die Etablierung der NS-Diktatur einsetzten. Hitler, der noch in der Brandnacht zum Tatort eilte, rief umgehend den Kampf gegen den inneren Feind aus. Zitat: Es gibt jetzt kein Erbarmen. Wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht. Das deutsche Volk wird für Milde kein Verständnis haben. Jeder kommunistische Funktionär wird erschossen, wo er angetroffen wird. Die kommunistischen Abgeordneten müssen noch in dieser Nacht aufgehängt werden. Zitat Ende. Und noch während der Reichstag brannte, wurden missliebige Politiker und Intellektuelle von Polizei, SA und SS aus den Betten geholt, verhaftet, in Gefängnisse und Folterkeller verschleppt oder gleich ermordet. Am Tag danach erhielt der Terror seine pseudojuristische Grundlage. Reichspräsident Paul von Hindenburg erließ unter Ausrufung des staatlichen Ausnahmezustands die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, auch Reichstagsbrandverordnung genannt. Jede als staatsfeindlich verdächtige Person konnte fortan mit dem Instrument der Schutzhaft ohne Anklage, Beweisverhör oder Rechtsbeistand willkürlich und auf unbegrenzte Zeit in KZ-Haft genommen werden. Die Gesamtzahl der 1933 in Schutzhaft genommenen muss auf über 80.000 Menschen geschätzt werden, allein 1933. Mehrere hundert Menschen wurden in den frühen KZ ermordet. Dazu kommt noch etwas. Der unmittelbar einsetzende Staatsterror war das erste dezentral organisierte Großverbrechen der Nationalsozialisten und ebnete ihnen den Weg zur absoluten Macht. Aber zentrale Anweisungen oder einen von Berlin organisierten Verfolgungsapparat gab es im Jahr 33 noch nicht. Die ungeheure Dynamik der Verfolgung entwickelte sich aus dem Zusammenspiel der Akteure aus den Kommunen, aus den Ländern, mit den Reichszentralen, mit den Parteiinstanzen von SA und SS im Zusammenspiel. Und die Eigeninitiative ging dabei oft von unten aus der Fläche hervor. Um zu verstehen, wie die Demokratie so schnell zerstört und die NS-Diktatur aufgebaut wurde, müssen wir also sehr genau auf die Verhältnisse vor Ort schauen und gleichzeitig im reichsweiten Vergleich denken. Und genau das tut die neue Ausstellung.
In 11 Themenmodulen erzählt die Ausstellung die Geschichte der frühen Konzentrationslager von den Voraussetzungen in der Weimarer Republik bis zur Auflösung der Lager. Sie zeigt, wie vielfältig Zuständigkeiten, Tätergruppen und Örtlichkeiten waren und veranschaulicht, worin sich Häftlingsgruppen und Haftalltag ähnelten, aber auch unterschieden. Biografien von Verfolgten, Lagerkommandanten und Wachleuten illustrieren die enge Verbindung der Lager untereinander und öffnen auch die Perspektive für die Weiterentwicklung des KZ-Systems ab 1936. Ein eigenes Modul widmet sich dem Gedenken nach 1945 im Ost-West-Vergleich. Das Modul 0 führt ins Thema ein und stellt die beteiligten Gedenkstätten vor. Jedes Themenmodul besteht aus einem großen, die Menschen hier im Raum sehen, ist ja schon aus einem großen zusammengesteckten Winkelelement, das frei von allen Seiten begehbar ist. Durch die Asymmetrie der Stellflächen und die Anordnung der Module im Raum ergeben sich immer andere Sichtachsen und Raumperspektiven, die auch zum aktiven Entdecken einladen sollen. Und ich sehe da vorne den Gestalter vom Büro Weidner Hähnle Atelier Stuttgart. Und er hat uns mit diesem Konzept überzeugt. Und ich hoffe, dass auch Sie die Ausstellungsgestaltung genießen können. Begleitend zur Ausstellung werden verschiedene Veranstaltungen und pädagogische Formate angeboten, die die Häuser teils selbstständig entwickelt, teils gemeinsam konzipiert haben. Zum individuellen Begleitprogramm des DZOK, erlauben Sie mir kurz zu sagen, gehören in den nächsten Wochen zum Beispiel ein wissenschaftliches Symposium zur erweiterten Häftlingsdatenbank Heuberg-Kuhberg-Gotteszell mit über 2000 Namen, dann allein der Verfolgten aus Württemberg, eine Lehrerfortbildung und eine Exkursion in die Landeshauptstadt zur Rolle von Stuttgart im Jahr 33. Zu gemeinsam entwickelten pädagogischen Begleitprogrammen zählen interaktive Rundgänge, Workshops und digitale Vermittlungsangebote für Jugendliche unterschiedlichster Schulformen. Auch das haben die Pädagogen im Land miteinander und gemeinsam entwickelt. Darüber hinaus werden über das gesamte Jahr 2023 Beiträge auf den Instagram-Kanälen der Einrichtung veröffentlicht. Unter dem Hashtag heute vor 90 Jahren werfen Sie tagesgenau ein Licht auf die Ereignisse des Jahres. Bleibt mir abschließend ein Dank zu sagen. Ohne das Engagement und die Unterstützung vieler wäre dieses anspruchsvolle Ausstellungsprojekt nicht zu realisieren. Ausstellung und Begleitprogramm sind das Werk vieler. Das wurde gesagt, aber das verdient einen Applaus. Der erste Dank geht an Schirmfrau Claudia Roth für ihre Unterstützung. Ein großes Dankeschön natürlich auch an die Förderer. Die Stiftung EVZ hat das Ausstellungsprojekt, die Bundeszentrale für politische Bildung, das pädagogische Begleitprogramm gefördert. Hier in Ulm übernimmt die Landeszentrale für politische Bildung, die Stiftung Erinnerung Ulm, die Unterstützung auch des lokalen Programms und der Produktion der lokalen, dieses Exemplars, was Sie hier sehen. Auch da natürlich ein Dankeschön. Dank an die Projektbearbeiterinnen und Bearbeiter Sebastian Zehetmeier, Sonja Thiel, Sonja Klinke und Annalena Nachbar für ihre wichtigen koordinierenden und redaktionellen Arbeiten im Ausstellungsprojekt und im pädagogischen Begleitprogramm sowie für die Gestaltung Walter Hähnle. Jetzt ein von Herzen kommender Dank auch an die Kollegen, die heute hier im Raum sind und die ich eben wirklich begrüße, dass sie sich auch auf den weiten Weg gemacht haben, hierher zu kommen. Das ist Dr. Ingeborg Klatt von der Gedenkstätte Ahrensburg aus Schleswig-Holstein, Agnes Ohm von der Gedenkstätte vom Museum und Gedenkstätte Sachsenhausen und Sebastian Weidkamp, Gedenkstätte Esterwegen. Und Sie werden ja auch gleich noch in die historischen Hintergründe und in die Ausstellung einführen. Ein großes Dankeschön wie immer an das Team des DZOK für die viele wertvolle, tolle Arbeit hier vor Ort. Ich möchte diese Rede aber nicht enden, ohne an jene Menschen zu erinnern, die in den frühen Konzentrationslagern entrechtet, verfolgt und in einigen Lagern auch zu Tode gequält wurden. Auf ihren Zeugnissen und Erfahrungen basiert ein großer Teil dieser Ausstellung. Sie sichtbar zu machen, mit Biografien zu veranschaulichen, warum diese Menschen verfolgt wurden und was mit ihnen geschah, war eine wichtige Motivation zur Erstellung der Ausstellung. Ihnen ist diese Ausstellung auch gewidmet. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Jetzt bitte ich die Kulturstaatsministerin nach vorn. Vielen herzlichen Dank für Ihre eindringlichen Worte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, sind nämlich einige hier. Ich freue mich sehr, dass ich die Ehre hatte und das Privileg hatte, für so eine wichtige Ausstellung die Schirmfrauschaft übernehmen zu dürfen. Das sage ich von Herzen kommend, und wie wichtig diese Ausstellung ist und Ihr Ansatz, den Sie gesagt haben, zu zeigen, wie früh der Terror anfing und wie flächendeckend er war, zeigt beeindruckend diese Karte, die ich so auch noch nie gesehen habe, die deutlich macht, schon Mitte der 30er Jahre, was ein Netz von Terror über unser Land gelegt worden ist. Ulm, das ist die Stadt, in der ich geboren bin. Die Stadt meiner Mama. Und als ich Kind war, so Anfang der 60er Jahre, da waren die Spuren noch sichtbar. Manche von Ihnen werden sich sicher auch erinnern. Die Spuren waren noch sichtbar. War die Erinnerung an Krieg und Nationalsozialismus noch sehr, sehr, sehr präsent. Beim Spielen im Wald ist man manchmal auf Munitionsreste gestoßen. An manchen Häusern schimmerte noch durch so ein Adler, und man konnte auch noch so tendenziell ein Hakenkreuz erkennen in den Krallen unter der Übermalung hindurch. Auch in unserer Familie gab es viele Geschichten, auch Neugier auf Geschichten, Geschichten, die sich um diese große Geschichte gerankt haben. Ich erinnere mich, dass meine Oma erzählt hat vom jüdischen Ulmer Kinderarzt, der eines Tages nicht mehr gekommen ist. Ich erinnere mich, dass meine Mama erzählt hat, dass in ihrer Klasse Klassenkameradinnen plötzlich nicht mehr da waren, weg waren, nicht mehr in der Schule waren, dass jüdische Familien die Stadt verlassen haben. Ich erinnere mich, dass meine Oma, die Ulmer wissenssicher, am Judenhof, die Oma gesagt, da gab es das schönste Stoffgeschäft, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte, aber es gab es dann eben nicht mehr. Ich erinnere mich, dass Opa erzählt hat, dass ihm sein Gipser- und Stuckateurgeschäft, das war die Familie Frank, zweimal zugemacht worden ist, dass man ihm die Mitarbeiter, die Arbeiter weggenommen hat und das ganze Material, was in einem solchen Handwerkerbetrieb ist, einkassiert hat. Ich erinnere mich, dass meine Oma bis in ihr hohes Alter auf ihren Bruder Hans gewartet hat und gehofft hat, dass er aus Stalingrad zurückkommt. Er kam nie zurück. Ich erinnere mich auf die Erzählung, über die Erzählung vom Kindersturm, als der Kindersturm auch in Ulm anfing, als die 13-, 14-jährige Kinder einziehen wollten. Der jüngere Bruder von meiner Mutter war so ein Junge in dem Alter, und Opa dann die betroffenen Kinder aus der Nachbarschaft genommen hat und die sich dann in der Schwäbischen Alb versteckt haben. Ich erinnere mich an die Erzählung meiner Tante, die gesagt hat, sie hat gearbeitet in einer Behörde, ich weiß nicht in welcher, und da waren Trauerkränze vorbereitet. Alles war voller Trauerkränze zum Tod von Rommel. Das Komische war nur, dass der noch gar nicht tot war. Er ist dann aber ein paar Tage danach plötzlich verstorben. Ich erinnere mich an die Erzählungen meiner Mutter über den Abend vom 17. Dezember 1944, dass sie ihr ganzes Leben betroffen hat. Und da war der Angriff, Bombenangriff auf Ulm am gleichen Tag sozusagen, als Dresden angegriffen worden ist. Ich erinnere mich an die Geschichten von der Hinrichtung der Mitglieder der Weißen Rose, an den Nachbarn, den Sohn der Nachbarfamilie, ein schon älterer Mann, der schwerst behindert im Rollstuhl saß, und meine Oma gesagt hat, der war sehr lange im Haus, im Keller versteckt. Warum,
war mir nicht klar. Sie hat nur gesagt, sie haben ihn versteckt, bevor das Grüne Wägele gekommen wäre. Hier ganz in der Nähe, meine Familie kam vom Kuhberg, habe ich alle meine Ferien bis zum Abi verbracht mit meiner wunderbaren Oma im Haus meiner Großeltern, unmittelbarer Nachbarschaft der Familie Scholl. Und Sophie und meine Mutter waren in etwa im gleichen Alter und kannten sich sehr gut und waren eben als Kinder auch befreundet. Aber ich habe mich heute oder in den Tagen jetzt vor heute auch gefragt, was wusste ich eigentlich von diesem Ort? Hat dieser Ort in den ganzen Geschichten eine Rolle gespielt, von dem Konzentrationslager Oberer Kuhberg? Und davon wusste ich wirklich nichts oder wurde auch darüber wurde nicht gesprochen in der Kindheit. Als ich 1955 zur Welt kam, war Karl Gustav Wilhelm Buck, der Lagerkommandant des KZ Oberer Kuhberg, schon wieder aus der Haft entlassen. 1955 war er schon wieder aus der Haft entlassen. Ein britisches und ein französisches Militärgericht hatten ihn für seine Verbrechen 1945 zum Tod verurteilt, dann aber zu lebenslänglicher Haft begnadigt. Und nur 10 Jahre später war er ein freier Mann. Der Versuch ehemaliger Häftlinge, ihn 1955 nach seiner Entlassung aus französischer Haft für seine Taten in den KZs Heuberg, Kuhberg und Welzheim im Elsass vor Gericht zu bringen, misslang. Von seiner Entlassung bis zu seinem Tod lebte Karl Buck unbehelligt, nicht einmal 15 Kilometer entfernt von seiner letzten Wirkungsstätte als KZ-Kommandant. Es hieß, er sei ein angesehener Mann gewesen und habe Hühner gezüchtet. Hier am oberen Kuhberg in seiner früheren Funktion als KZ-Kommandant war der angesehene Hühnerzüchter ein Sadist. Unter seiner Führung gehörten Folter und Misshandlungen zum Lageralltag. Gefangene wurden mit Holzprügeln und Koppelriemen bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und getreten. Buck kannte auch noch subtilere Arten der Folter. Den Häftling Kurt Schumacher ließ er Steine schleppen. Mit der linken Hand. Eine rechte hatte Kurt Schumacher nicht. Der rechte Arm war dem Häftling Schumacher nach einer Kriegsverletzung amputiert worden. Den unbeugsamen Kurt Schumacher Steine schleppen zu lassen, das war wohl eine ganz persönliche Schikane Bucks. Beide kannten sich aus dem KZ Heuberg in Stuttgart. Auch dort war Schumacher Häftling und Buck Lagerkommandant. Dort ließ der spätere Hühnerzüchter den späteren SPD-Vorsitzenden Kieselsteine in einen Eimer sammeln. War der Eimer gefüllt, musste Schumacher ihn wieder ausleeren und von vorne beginnen. Der nationalsozialistische Staat, er war noch jung, sein Personal aber schon sehr erfahren. Buck war seit 1931 NSDAP-Mitglied und im selben Jahr der SA beigetreten. Mit dem Tag der sogenannten Machtergreifung hatte das nationalsozialistische Regime begonnen, den Begriff Würde neu zu buchstabieren. Es wütete, es überwältigte, es raste, es drohte, es erniedrigte vom Moment des Machterhalts bis zu seinem Untergang. Gegner und Gegnerinnen wurden gedemütigt, wurden drangsaliert, wurden misshandelt, wurden gefoltert. Vielfach geschah das noch in Sturmlokalen der SA, in Kellern oder in Hinterhöfen.
Der Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar, also heute vor 80 Jahren, war dann kaum einen Monat, nachdem Hitler zum Reichskanzler ernannt worden war, der Vorwand für großflächige Verhaftungen im gesamten Reich. Die Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 lieferte mit der sogenannten Schutzhaft ein pseudo-legales Instrument der Verfolgung, wie Wolfgang Benz und Barbara Distel es in ihrem Buch über die frühen Lager des NS-Staates schreiben. Übrigens an diesem Tag, 28. Februar, ist jemand, der mir aus anderer Perspektive sehr nahe ist, Bert Brecht, ins Exil gegangen. Er ist geflohen. An diesem Tag hat Brecht das Land verlassen, rechtzeitig verlassen können, weil er ganz offensichtlich eine Ahnung davon hatte, was auch mit ihm passiert wäre. Und so entstanden überall in Deutschland Haftstätten, oft Provisorien noch, in aufgelassenen Zuchthäusern, stillgelegten Fabriken, Kasernen oder ehemaligen Festungen wie den Kasematten des oberen Kuhbergs hier in Ulm, die frühen Konzentrationslagern. An diesen Auftakt des Terrors, an diesen Tag der Reichstagsbrandverordnung erinnern wir heute. Die frühen Konzentrationslager dienten der Durchsetzung ebenso wie der Festigung nationalsozialistischer Herrschaft. Beides hatte zu diesem Zeitpunkt der Nationalsozialismus nötig. Er konnte sich nur durchsetzen, indem er seine politischen Gegner ausschaltete, sie wegsperrte, sie terrorisierte, sie einschüchterte, weil er sonst im demokratischen Wettbewerb nicht bestanden hätte. Das lässt sich, so sagen es WissenschaftlerInnen, das lässt sich aus der Frühzeit der NS-Herrschaft lernen. Wer es nötig hat, Verschwörungen zu inszenieren, Umstürze zu planen, seine Gegner zu überwältigen, agiert nur vermeintlich aus der Position des Stärkeren, setzt sich dann aber wie in diesem Fall brutal durch. Die NSDAP wusste im Januar 1933, dass ihr nicht viel Zeit bleiben würde, die Macht tatsächlich zu ergreifen. Aber mit welcher atemberaubender, unfassbarer Geschwindigkeit alles dafür getan wurde, zeigen ja die frühen Konzentrationslager, zeigen übrigens in wenigen Wochen jährlich die Bücherverbrennung. Es ging rasend schnell, es war systematisch vorbereitet. Die frühen Konzentrationslager, sie dienten ihnen tatsächlich als Mittel des Machterhalts. Sie waren aber auch ein Übungs- und Experimentierfeld für das Lagerpersonal und die Verwaltung. Und hier konnten sich Sadisten wie Karl Buck für höhere Aufgaben empfehlen. Manche NS-Karriere lässt sich so bis in die späteren Vernichtungslager verfolgen. Liebe Anwesende, wir erinnern mit der Eröffnung dieser Ausstellung an den Auftakt des Terrors an unterschiedlichsten Orten in unserem Land, an 7 Orten im gesamten Bundesgebiet, in 7 Gedenkstätten an den Orten ehemaliger Konzentrationslager. Und ein Projekt, das es so wirklich noch nie gegeben hat. Und wie Sie schon gesagt haben, über 2 Jahre haben sich 17 Einrichtungen aus 11 Bundesländern zusammengeschlossen. Und das ist wichtig, um auch die Gesamtstrategie zu zeigen, um gemeinsam eine und diese Ausstellung zur Entstehung und zur Struktur der frühen Konzentrationslager zu realisieren. Es ist damit auch ein wirklich beispielgebendes Projekt für die
notwendige dezentrale Erinnerungskultur und für die Vielfalt unserer Gedenkstätten und gibt die Möglichkeit, auch nochmal jetzt hier in Ulm den spezifisch Ulmer Aspekt nochmal rauszuholen. Und das werden Sie wahrscheinlich in Ihren Einrichtungen eben auch machen. Es gibt so eine gesamte Ausstellung, aber dann kommt der regionale Aspekt dazu. Und das, glaube ich, ist besonders wichtig. Es gab eben nicht nur Dachau und Sachsenhausen und Buchenwald, sondern es gab eben tatsächlich diesen flächendeckenden Terror, der heute vor 80 Jahren so richtig an Fahrt in Anführungszeichen aufgenommen hat. Die Ausstellung, sie wandert auch regional und hat eben auch eine besondere Bedeutung als Lernorte. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tatsache, dass es schon so früh diesen Terror gab oder wie der angefangen hat und wann der begonnen hat und was die Zusammenhänge sind, ist bisher noch nicht wirklich in das Erinnerungsgedächtnis gerückt worden. Das Rückgrat tatsächlich der Gedenkstätten allgemein wie aller am Projekt beteiligten Orte ist das unglaublich starke bürgerschaftliche Engagement. Das heißt aber, ich will mich dem nicht entziehen oder wir wollen uns nicht entziehen, weil das bürgerschaftliche Engagement da ist, ganz im Gegenteil, sondern wir wollen das unterstützen, wir wollen es weiter stärken, indem wir mit dem Programm Jugend erinnert, was in Sachsenhausen sehr beeindruckend mit jungen Künstlerinnen und Künstlern auch neue Formen der Erinnerung probiert. Wir wollen damit sorgen, dass dieses Engagement bestehen bleibt und verstärkt wird. In neuen Formen, in neuen Formaten, die Erinnern ermöglichen, weil Zeitzeuginnen und Zeitzeugen immer seltener ansprechbar sind, weil sie einfach ihr Lebensende erreicht haben. Vor einigen Tagen veröffentlichte die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft die aktuelle Memo-Jugendstudie. Dass 63% der jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren angaben, sich intensiv mit der NS-Zeit auseinandergesetzt zu haben, das ist, finde ich, ein positives Ergebnis für unsere Demokratie. Und noch erfreulicher, finde ich, ist, dass rund 3/4 der 16- bis 25-Jährigen den Sinn dieser Auseinandersetzung nicht in Frage stellen, sondern also, dass sie sagen, das ist jetzt nicht nur Geschichte, da müssen wir uns damit auseinandersetzen, sondern dass sie sagen, ja, das macht auch einen Sinn, das ist notwendig. Also, dass sie sich sozusagen mit großem Verständnis mit dieser Auseinandersetzung beschäftigen. Und ich glaube, darauf können und darauf sollten und darauf müssen wir aufbauen. Denn wenn ich das sage, dass es positiv ist, ist es überhaupt kein Grund zur Entwarnung. Und Sie haben völlig richtig angesprochen, denn auch bei uns sind Demokratiefeinde unterwegs. In den Landtagen, im Bundestag, in den Stadträten wahrscheinlich auch. Demokratiefeinde, der Geschichtsrevisionismus erlebt gerade wieder richtige, ist überall zu spüren. Und deswegen glaube ich und bin überzeugt, dass umso wichtiger ist, eine Erinnerungsarbeit, eine Erinnerungskultur, die sich all denen gegenstellt, die sagen, es braucht jetzt endlich mal einen Schlussstrich. Die haben wir im Bundestag auch. Einen Schlussstrich, wo es aber keinen Schlussstrich geben kann. Ein Erinnern wie heute mit dieser wichtigen, wichtigen Ausstellung ist ja nicht ein Erinnern, das sich in der Vergangenheit einmauert, sondern es ist ein Erinnern in das Heute, in die Gegenwart, ein Erinnern in die Zukunft. Und genau dieses Erinnern in die Zukunft stärkt unsere Demokratie, macht sie resilienter gegen die Angriffe, die wir erleben, verteidigt sie, schützt sie und baut sie aus. Und darum geht es. Und ich danke Ihnen zum Schluss auch nochmal von meiner Seite aus ganz, ganz, ganz sehr für dieses wichtige Projekt, für diese wichtige Ausstellung und für Ihr großes Engagement in Ulm, das ich seit vielen Jahren als einfaches kleines Fördermitglied ja kenne. Vielen herzlichen Dank.
Ich werde jetzt beginnen, etwas zur Historie zu erzählen. Wir haben uns das aufgeteilt. Ich fange an, mit ein paar Informationen noch mal zu geben zu den Themen Strukturen, Örtlichkeiten und Zuständigkeiten der frühen Konzentrationslager. Schon vor 1933 hatten die Nationalsozialisten die Verhaftung ihrer politischen Gegner und deren Unterbringung in Konzentrationslagern angekündigt, wenn sie an der Macht seien. Das blieb kein leeres Versprechen, im Gegenteil. Die bereits jetzt mehrfach erwähnte Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat ermöglichte es, Personen ohne Einbeziehung der Justiz, ohne jegliche richterliche Kontrolle oder Anordnung in sogenannte Schutzhaft zu nehmen. In den Tagen und Wochen nach dem Reichstagsbrand und der nicht mehr freien Reichstagswahl vom 5. März 1933 fanden reichsweit unzählige Razzien und Verhaftungen statt, häufig auf offener Straße, durchgeführt vor allem von der SA, der Sturmabteilung der NSDAP. Wenige Tage zuvor waren 10.000 SA- und SS-Männer und Angehörige des Stahlhelms zu sogenannten Hilfspolizisten ernannt worden, wodurch sie die Berechtigung bekamen, Verhaftungen durchzuführen. Im Rahmen dieser Verhaftungen errichteten SA und SS dann vielerorts zunächst provisorische Haftstätten. Häufig nutzten sie dafür Kellerräume von Versammlungslokalen der SA. Die Zahl dieser Haftstätten, Folterstätten, ist wohl ein besseres Wort, ist unbekannt, dürfte jedoch reichsweit in die Hunderte gehen. Allein für Berlin sind 220 solcher Haft- und Folterstätten, die bisweilen nur mehrere Tage existierten, bekannt. Polizei- und Justizgefängnisse, wo zum Teil sogenannte Schutzhaftabteilungen entstanden, waren infolge dieser Massenverhaftungen schnell völlig überbelegt. Für eine doch etwas längerfristige Unterbringung von neuen Gefangenen benötigte man Haftraum, und zwar an Orten, die gut zu bewachen waren. Die genaue Anzahl der im Frühjahr und Sommer dann neu 33 neu entstandenen frühen Lagern ist schwer zu beziffern. Die Zahlen schwanken zwischen 70 und mehr als 100. Diese frühen Lager entstanden auf Initiative der SA und SS, aber auch auf Initiative von lokalen und staatlichen Akteuren und waren im Hinblick auf Räumlichkeiten, auf die Örtlichkeiten, Kapazitäten und Zuständigkeiten sehr unterschiedlich, was wir versuchen auch in der Ausstellung zu zeigen. Genutzt wurden, Frau Roth hat es auch schon erwähnt, leerstehende Fabriken wie etwa in Oranienburg, in Osthofen, Sachsenburg, Ahrensburg und Dachau, wo im Frühjahr, im März 33 das Lager in einer Munitionsfabrik eröffnet wurde. Genutzt wurden vormalige Strafanstalten wie in Prittin-Lichtenburg, in Fuhlsbüttel in Hamburg oder in Sonnenburg im heutigen Polen. Des Weiteren nutzte man auch Räumlichkeiten in damals noch aktiven sogenannten Arbeitshäusern. Beispiele dafür sind die frühen Lager in Breitenau bei Kassel, Moringen in Niedersachsen, Kislau bei Karlsruhe. Als geeignet erwiesen sich auch ehemalige Kasernen. Hier wären die Lager oder das SA-Gefängnis Papestraße in Berlin zu nennen, Neustadt an der Weinstraße und das KZ Heuberg in Stetten, bei Stetten. Hier in Württemberg in Ulm wurde dann ab Herbst 1933 das Fort Oberer Kuhberg, wo wir uns ja gerade befinden, als frühes Konzentrationslager genutzt, als im Anschluss an die Schließung von dem Lager in Heuberg. Fast alle der frühen Konzentrationslager waren staatliche Einrichtungen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Die aufsichtsführenden Instanzen unterschieden sich, waren von Region zu Region oder Ort zu Ort unterschiedlich. Teils unterstanden die Lager direkt den Innenministerien, teils den Regierungs- oder Polizeipräsidenten, teils einfachen Dienststellen der Polizei. In der Hierarchie des KZ-Personals stand der Lagerkommandant ganz oben. Manche Kommandanten waren schon vor 1933 Beamte im Staatsdienst gewesen und orientierten sich dann zumindest anfänglich noch an den Regeln des Strafvollzugs oder bemühten sich, wie beispielsweise Franz Mohr im KZ Kislau. Vielfach stammten die Kommandanten jedoch aus den Reihen der SA und SS und etablierten in den neuen Lagern eine kaum zu beschreibende Terrorherrschaft. Die Wachmannschaften bestanden in der Regel zu großen Teilen aus Angehörigen von SS, SA und Stahlhelm. Sie wurden vielerorts zunächst durch reguläre Polizeibeamte ausgebildet und angeleitet. Die meist jungen Wachmänner stammten häufig aus der näheren Umgebung des jeweiligen Lagers,
weshalb es auch nicht ungewöhnlich war, wenn sich im Lager, in den frühen Lagern dann Häftlinge und Wachmänner kannten und trafen. Und ab 1934, wurde auch schon erwähnt, übernahm die SS dann sukzessive die alleinige Kontrolle über die Lager. Sie vereinheitlichte die Führung der Lager und die Ausbildung der Wachmannschaften, nur um Beispiele zu nennen. Ausbildungs- und Karrierewege von SS-Männern reichten nicht selten von den frühen Konzentrationslagern bis hin zu späteren Vernichtungslagern. Wir haben auch dafür Beispiele in der Ausstellung. Ein Beispiel ist, er wurde auch schon erwähnt, Josef Kramer. Seine Lagerkarriere, wenn man so sagen will, begann 1934 mit seiner Versetzung vom SS-Hilfswerk Dachau in das KZ Esterwegen, wo er als Schreiber tätig war. Sein weiterer Weg führte dann über die Konzentrationslager Sachsenhausen, Mauthausen, Auschwitz und Natzweiler, wo er im Oktober 1942 Lagerkommandanten aufstieg. Im Mai 1944 wurde er Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, Ende 1944 dann Kommandant des KZ Bergen-Belsen. Er wurde dann von den britischen Truppen verhaftet und vor ein Militärgericht gestellt und zum Tode verurteilt und auch hingerichtet. Das ist sozusagen nur ein ganz kleiner Einblick in die historischen Begebenheiten von 33. Ich gebe jetzt weiter das Wort an Ingeborg Klatt aus der Gedenkstätte Ahrensburg. Ja, ich erzähle Ihnen etwas über die Häftlinge in diesen frühen Konzentrationslagern. Diese Verordnung, die ja schon mehrfach zitiert wurde, vom 28. Februar 1933, ermöglichte den Nationalsozialisten, politische Gegner unschädlich zu machen, indem sie verhaftet, gedemütigt, gefoltert, gequält und vielfach auch ermordet wurden. Welche Menschen waren das bevorzugte Ziel der Nationalsozialisten? Die Schutzhäftlinge in den frühen Konzentrationslagern waren vorrangig politische Gegner aus der Arbeiterbewegung, aus der KPD, der SPD und den Gewerkschaften und unter diesen zuallererst Funktionsträger, Minister, Abgeordnete, Parteifunktionäre. Der SPD-Landtagsabgeordnete Karl Fick wurde am 11. März 1933 ins Eutiner Amtsgerichtsgefängnis eingeliefert. Dass der nationalsozialistische Regierungspräsident im Landesteil Lübeck des Freistaates Oldenburg, eine Art Oldenburger Enklave in Schleswig-Holstein, Heinrich Böhmker, als Konzentrationslager eingerichtet hatte. Heinrich Böhmker war bereits am 15. Juli 1932, also ein halbes Jahr bevor Hitler an die Macht kam, ganz legal an die Macht gekommen, nämlich frei gewählt, und kannte seine politischen Gegner genau. Es wurde schon eben erwähnt, in vielen frühen Konzentrationslagern kannten Häftlinge und Wachleute sich persönlich. Karl Fick wurde am 29. August 1933 entlassen, fand aber nur schwer wieder ein berufliches Auskommen. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurde er erneut festgenommen und ins KZ Neuengamme gebracht. Er starb mit tausenden anderen Häftlingen bei der Bombardierung der KZ-Schiffe in der Lübecker Bucht am 3. Mai 1945, bei der sogenannten Kap Arkona-Katastrophe. Die Kommunisten waren die favorisierten Gegner der Nationalsozialisten. Bei Willy Sturm aus Ahrensburg kam hinzu, dass er eine Ortsgruppe des Kampfbundes gegen den Faschismus aus jungen Kommunisten und Sozialdemokraten gebildet hatte. Willy Sturm wurde wegen angeblichen Waffenbesitzes im KZ Ahrensburg gefoltert und misshandelt. Er wurde zu einer 2,5-jährigen Haftstrafe verurteilt, die er in den Zuchthäusern Vechta und Hamburg-Fuhlsbüttel verbüßte. Danach wurde er zur Wehrmacht eingezogen und während des Krieges in der Sowjetunion schwer verwundet. 1948 war er Zeuge im Prozess gegen Theodor Tenhaff, den ehemaligen Lagerkommandanten der frühen Konzentrationslager im Landesteil Lübeck. Besonders verhasst waren Parteifunktionäre, die auch noch jüdischer Herkunft waren.
Dr. Fritz Solmitz, Redakteur des sozialdemokratischen Lübecker Volksboten, Mitglied der Lübecker Bürgerschaft, war schon vor 1933 die Zielscheibe wüster Beschimpfungen der Nationalsozialisten. Am 11. April 1933 wurde er bei der Besetzung des Lübecker Gewerkschaftshauses in Schutzhaft genommen und im Mai in das Konzentrationslager Hamburg-Fuhlsbüttel verlegt. Solmitz wurde wiederholt schwer misshandelt. Am 19. September 1933 wurde er in seiner Zelle erhängt aufgefunden. Sein Charakter schließt einen Selbstmord aus. Solmitz hielt die Misshandlungen minutiös auf Zigarettenpapier fest, das er unter dem Deckel seiner Taschenuhr versteckte. Seine Frau entdeckte dieses, als ihr nach seinem Tod die Uhr ausgehändigt wurde. Dieses Tagebuch ist ein authentisches Dokument von einzigartigem Wert, das in Fuhlsbüttel aufbewahrt wird. Besonders ins Visier der neuen Machthaber waren jedoch bekannte Persönlichkeiten geraten, die sich schon lange gegen die Nationalsozialisten profiliert hatten. Erich Mühsam, Journalist, Schriftsteller und Anarchist jüdischer Herkunft. Er war 1918 an der Münchner Räterepublik beteiligt. In Schriften und auf Vortragsreisen kämpfte er gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen die Justiz, der er politische Einseitigkeit vorwarf, und gegen die Gefahren des Nationalsozialismus. Am 28. Februar 1933, also heute vor 90 Jahren, an dem Tag, an dem die Verordnung in Kraft trat, wurde Erich Mühsam verhaftet. Es war ihm nicht mehr gelungen, zu entkommen. Nach grausamen Folterungen wurde er in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 1934 im Konzentrationslager Oranienburg erhängt. Sein Tod wurde als Selbstmord dargestellt. Nicht nur jüdische Politikerinnen und Prominente wurden verhaftet, sondern zunehmend auch Menschen lediglich aufgrund ihrer jüdischen Herkunft. Das kulminierte in den Nürnberger Rassegesetzen 1935. Ab Ende 1933 erfolgte auch eine schrittweise Ausweitung der Verfolgung und der Haftgründe. So wurden vermehrt Menschen mit stigmatisierten Lebensstilen, sogenannte Asoziale, und Personen, die mit Gesetzen in Konflikt geraten waren, sogenannte Berufsverbrecher, und dazu dann Sinti und Roma, Zeugen Jehovas sowie widerständige Christen in Konzentrationslager eingeliefert. Die Familien der KZ-Häftlinge waren sozialer Ächtung und finanzieller Not ausgesetzt und halfen sich gegenseitig, soweit es möglich war. Ja. Ich möchte zum Abschluss der historischen Einführung etwas über die Gewalt in den frühen Konzentrationslagern sagen. Schutzlos ausgeliefert, Gewalt in den frühen Konzentrationslagern. Am 19. Oktober 1933 wurde ich mit einem Transport von KZ-Häftlingen vom Lager Kemna in Wuppertal zum Lager 5 in Neusustrum abtransportiert. Beim Eintreffen am Bahnhof Laaten wurden wir von einem größeren Aufgebot SS-Leute in Empfang genommen. Im Fußmarsch ging es dann in Richtung Neusustrum. Unterwegs wurden Juden, Landtagsabgeordnete, sonstige prominente Persönlichkeiten und auch ich aus dem Zuge nach vorn geholt und mit von den SS-Leuten mitgeführten Drahtseilenden in der rohsten Weise misshandelt. Ich selbst erhielt einen Schlag ins Auge und ich kann nur vom Glück sagen, dass das Auge unbeschädigt blieb. Mit diesen Worten schilderte der Polizist und Sozialdemokrat Fritz Schulte aus Wuppertal 1949 seine Ankunft im Konzentrationslager. Seine Erfahrung steht dabei stellvertretend für die Gewalterfahrung von vielen Häftlingen. Seelische und körperliche Gewalt waren für sie in den frühen Konzentrationslagern grausamer Alltag. Die Lager entwickelten sich schnell zu einem weitgehend rechtsfreien Raum, in dem die Wachmannschaften willkürlich herrschen konnten. Während Lagerleiter aus den Reihen der Justiz, Polizei oder der staatlichen Verwaltung
Gewalt noch eher ablehnten oder gar einzudämmen versuchten, nutzten die Angehörigen von SS und SA die Situation weidlich aus, um umgangssprachlich alte Rechnungen mit den politischen Gegnerinnen und Gegnern der Weimarer Republik zu begleichen. Der Kommunist Fritz Erichsen aus Osnabrück berichtete etwas später, der Kommandant des KZ Esterwegen habe die neuen Häftlinge im August 1933 mit den Worten empfangen: Sie könnten sich freuen, nach Esterwegen gekommen zu sein, denn dies sei, Zitat, ein Rachelager der SS. Schikane und Misshandlungen konnten jeden Häftling treffen. Besonders im Fokus standen jedoch Häftlinge, die vor 1933 eine politische oder gesellschaftliche Rolle gespielt und oder als antinationalsozialistisch sich exponiert hatten, wie etwa Ernst Heilmann. Heilmann hatte aus seiner Abneigung gegen die Nationalsozialisten keinen Hehl gemacht. Als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Preußischen Landtag hatte er für eine parlamentarische Demokratie eingestanden. Er wurde im Juni 1933 verhaftet und in die KZ Oranienburg und später Bürgermoor gebracht. Aber Heilmann war nicht nur überzeugter Demokrat, er war auch jüdischer Herkunft. All das machte ihn zur besonderen Zielscheibe des Hasses. Im KZ Bürgermoor hielten SS-Männer ihn in einem Hundezwinger mit einer Kette um den Hals. Er musste durch das Lager laufen und unter Schlägen rufen: Ich bin der jüdische Landtagsabgeordnete Heilmann von der SPD-Fraktion. Den ständigen Misshandlungen nicht gewachsen, unternahm Heilmann einen Selbstmordversuch. Bis 1940 erduldete er ein wahres Martyrium in den Konzentrationslagern Esterwegen, Sachsenhausen, Dachau und Buchenwald, wo ihn schließlich die SS am 3. April ermordete. Die in sogenannter Gleichschaltung befindliche Justiz ließ die Kommandanten und Wachmannschaften in der Regel gewähren, ohne den Verbrechen mit Strafverfolgung zu begegnen. Zwar gab es immer wieder engagierte Staatsanwälte, die sich bemühten, die Taten an den Häftlingen zu ahnden, aber die neuen NS-geführten Länderregierungen hebelten diese Versuche meist aus. So wurden in Bayern alle Ermittlungsverfahren gegen SS-Männer des KZ Dachau unterdrückt. In Preußen kam es immerhin bis 1936 zu mindestens 5 Strafprozessen und auch zu Schuldsprüchen gegen KZ-Wachen. Aber der Einfluss des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler sorgte meist für verkürzte Haftstrafen oder rasche Begnadigungen. Dennoch hatten solche Prozesse zumindest im Fall des KZ Esterwegen einen positiven Effekt für die Häftlinge. In den Monaten des Ermittlungsverfahrens gegen einen ehemaligen Lagerkommandanten 1934 brachte die SS im Lager wenigstens niemanden mehr um. Viele Häftlinge wollten sich mit ihrer Situation der Rechtlosigkeit nicht abfinden. Wie etwa der Gewerkschafter Max Schuster, der 1933 hier im KZ Oberer Kuhberg inhaftiert war. Er hatte sich über alle beobachteten Misshandlungen Notizen gemacht und diese in seiner Kleidung versteckt, um sie später zu veröffentlichen. Bemerkenswerterweise war es ein Mithäftling, der ihn verriet. 2 SA-Männer verprügelten Max Schuster daraufhin schwer, schlugen seine Zähne locker und brachen ihm 3 Rippen. Doch SA und SS beließen es nicht bei solchen Prügelorgien. Ihr Hass auf sogenannte Volksverräter führte auch zu zahlreichen Morden. Bei diesen Tötungen lassen sich Unterschiede feststellen zwischen den einzelnen frühen Konzentrationslagern. An manchen Orten starb kein Häftling, an anderen Orten waren die Todeszahlen sogar zweistellig. Ludwig Marum aus der Pfalz war so ein Mann, gegen den sich die tödliche Verachtung seiner Bewacher richtete. Der bekannte Rechtsanwalt und Reichstagsabgeordnete wurde im Mai 1933 in das KZ Kieslau verschleppt und misshandelt. In der Nacht zum 29. März 1934 drangen 3 Männer in seine Zelle ein und erdrosselten Ludwig Marum. In der Presse war später zu lesen, es sei Selbstmord gewesen. Wie der erwähnte Ernst Heilmann hatte auch Ludwig Marum jüdische Wurzeln. Besonders sie, die jüdischen Häftlinge, waren durch den radikalen Antisemitismus ihrer Bewacher ständig mit dem Tode bedroht. Die schrankenlose, geduldete sowie nicht sanktionierte Gewalt in den frühen Konzentrationslagern gegenüber wehrlosen, inhaftierten Männern und Frauen stellt einen der ersten Zivilisationsbrüche der Nationalsozialisten dar. Diese Gewalt bildete in der Tat einen Auftakt des Terrors. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, das waren furchtbare Schilderungen. Es bleibt mir jetzt, ein Fazit und Ausblick zu geben. Das Gewaltsystem in den frühen Konzentrationslagern hatte das Ziel, die Betroffenen in ihrer Menschenwürde und damit in ihrem Selbstbehauptungswillen zu brechen, aber auch ihre Angehörigen, Bekannten, Arbeitskollegen und Nachbarn einzuschüchtern und so dem NS-System unterzuordnen. Dabei zielte der Terror noch nicht primär auf die physische Vernichtung der Häftlinge. Es zielte auf die Zerstörung von Würde und Stärke, von körperlicher und geistiger Unversehrtheit. Alle Häftlinge wurden nach der Haft weiterhin überwacht und waren mit ihren Familien Repressalien im Alltag und am Arbeitsplatz ausgesetzt. Viele wurden in politische Schauprozesse vor Sondergerichten verwickelt, in größere Konzentrationslager wie Dachau, Buchenwald, Neuengamme oder Mauthausen verschleppt oder kamen während des Kriegs in Sondereinheiten der Wehrmacht. Tausende flohen ins Ausland von Württemberg aus, vor allem nach Württemberg, in die Schweiz, Entschuldigung. Das Gewaltsystem in den frühen Konzentrationslagern bildete zugleich den Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung der nationalsozialistischen Konzentrationslager, in denen der Terror zentralisiert und perfektioniert wurde. Doch bereits die Haft in den frühen Lagern bedeutete eine einschneidende Erfahrung und oftmals hinterließ diese Erfahrung auch irreparable Schäden bei den Opfern und ihren Angehörigen und war ein entscheidender Grund dafür, dass die organisierte Arbeiterbewegung zerschlagen und auch die übrigen weltanschaulichen Gegnerinnen und Gegner mundtot gemacht wurden. Nach 1945 waren viele Opfer nationalsozialistischer Lager körperlich und seelisch gezeichnet. Sie forderten historische Aufklärung, ein würdiges Totengedenken und öffentliche Anerkennung. Erste Häftlingsberichte dokumentierten die Verbrechen des Nationalsozialismus, aber nur wenige Täterinnen und Täter, das haben wir gerade von der Kulturstaatsministerin stellvertretend für den Lagerkommandanten Buck gehört, wurden für ihre Verbrechen verurteilt. Die Orte des Leidens gerieten oft in Vergessenheit, insbesondere die kleineren Lager, die ja schon seit den 30er Jahren nicht mehr als solche genutzt wurden. Im antikommunistischen Klima der frühen Bundesrepublik waren NS-Opfer oft noch Anfeindungen ausgesetzt. Viele ehemalige Häftlinge mussten jahrelang um kleine Entschädigungszahlungen streiten und waren sozial an den Rand gedrängt. Es waren zunächst überlebenden Häftlinge selbst, die gegen dieses Klima ankämpften. Seit den 1980er Jahren erforschten zivilgesellschaftliche Initiativen lokale NS-Verbrechen. Sie setzten vielerorts das öffentliche Gedenken an die Konzentrationslager durch, und zwar oft gegen beträchtliche Widerstände vor Ort. In der DDR hingegen wurde das Gedenken an die Lager früh staatlich vereinnahmt und zur antifaschistischen Legitimation des neuen Staates instrumentalisiert. Die Regierung rückte dazu den kommunistischen Widerstand in den Vordergrund des Geschehens. Heute vermitteln Gedenkstätten an Orten früher Konzentrationslager am jeweiligen regionalen und Landesbeispiel, wie die Nationalsozialisten die Weimarer Republik aushebelten, wie sie die politischen Gegner mit Gewalt ausschalteten und eine völkisch-rassistische Zwangsgesellschaft errichteten. Sie veranschaulichen am konkreten historischen Ort die Zerstörung gesellschaftlicher Vielfalt. Und sie erinnern daran, was den Verteidigern der Vielfalt im Übergang von der ersten deutschen Demokratie zur NS-Diktatur angetan wurde. Sie laden aber auch zur Reflexion und zur Intervention ein, gegen menschenverachtendes und demokratiefeindliches Sprechen und Handeln in der Gegenwart. Die Demokratiebildung an Orten historischer Demokratiezerstörung, denn das sind Gedenkstätten an Orten früher Konzentrationslager, ist heute wichtiger denn je. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang aus einem Artikel von Maram Stern zitieren, dem geschäftsführenden Vizepräsidenten des Jüdischen Weltkongresses. Er schreibt in der Zeit vom 3. November 2022, ich zitiere, Sozialpsychologen haben mittlerweile in Experimenten nachgewiesen, wie schnell sich Menschen gegeneinander aufbringen lassen,
wie leicht sie bereit sind, gesellschaftliche Normen aufzugeben zugunsten brutaler Gewalt. Was lernen wir daraus? Ist der Staat einmal in den Händen von Verbrechern, ist auch das Verbrechen nicht mehr aufzuhalten. Und weiter, das entscheidende Wendejahr der deutschen Geschichte war deshalb nicht das Pogromjahr 1938, nicht der Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939, auch nicht der Beginn des Massenmords 1941, sondern 1933, das Jahr, in dem Deutschland zu einer Diktatur wurde. Daher muss es heute unser oberstes Ziel sein, für den Erhalt liberaler Demokratien zu sorgen, die Menschen- und Bürgerrechte schützen. Zitat Ende. Diesem Zweck ist auch diese Ausstellung gewidmet. Sie soll ein lebendiger Ort des Austausches, des historischen Lernens, der gesellschaftlichen Debatte und Reflexion sein. Wir laden unsere Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, wie schnell und warum sich in Deutschland die erste deutsche Demokratie so unterhöhlen und so schnell in eine rechtsextreme Diktatur umwandeln ließ und welche Lehren wir heute daraus ziehen können. In diesem Sinne wünsche ich uns und allen Gedenkstätten, die heute und in Zukunft diese Ausstellung zeigen, viele Gäste. Es ist kalt und wir sind am Ende des offiziellen Teils angekommen. Alle Gäste, die uns digital zugeschaltet sind, darf ich an dieser Stelle verabschieden. Für die symbolische Eröffnung der Ausstellung bitte ich jetzt die Kulturstaatsministerin und die 4 Kuratorinnen in den Teil der Ausstellung. Liebe Gäste, begeben Sie sich in den Teil. Wir kommen sofort mit Frau Roth rüber. Wir wollen nur noch das Foto machen und dann hier diesen Teil umbauen, damit die Ausstellung auch gezeigt werden kann. Und dann können sich alle überall verteilen. Die Kuratorinnen stehen dann ja auch noch für Fragen zur Verfügung. Und ich danke Ihnen für Interesse, Ihre Geduld in dieser kalten Gedenkstätte dabei zu sein. Vielen Dank.